Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordneten, der vorliegende Antrag der Regierungsfraktion ist weder Fleisch noch Fisch. Er ist FDP, obwohl eigentlich ist er das nicht mal. Er ist eigentlich nur Lindner, ein schickes Hemd, aber keinerlei Substanz. Und im Gegensatz zu den Grünen vermute ich, dass zumindest die meisten von Ihnen verstanden haben, dass der Wind weht, wann er will, die Sonne nachts nicht scheint und man Strom nicht volkswirtschaftlich vertretbar großtechnisch speichern kann. So schwer ist das ja eigentlich auch gar nicht. Und Sie wissen, dass Herr Trittin mit seinem perfiden EEG und Ihre Frau Wir schaffen das, Merkel, mit ihrer ökopopulistischen sogenannten Energiewende die Strompreise in Deutschland ganz bewusst explodieren hat lassen. Sie wissen, dass die Bürger vollkommen unsozial dieses Jahr über 27,5 Milliarden Euro an Zwangssubventionen an ihre Ökoprofiteure zahlen müssen, die hierfür technisch minderwertigen Zufallsstrom liefern. Sie wissen, dass der pseudogrüne Zappelstrom die Netzstabilität massiv gefährdet. Und Sie wissen, dass wenn die Sonne mal scheint und der Wind etwas stärker weht, dieser Schadstrom als Abfall teuer im Ausland entsorgt werden muss. Sie wissen, dass bei einem großflächigen Blackout wohl die Dialysepatienten die ersten Opfer sein werden, von Plünderungen und nächtlichen Gewaltorgien in unseren Großstädten einmal ganz abgesehen. Und obwohl Sie dies wissen, halten Sie auch in der Energiepolitik und auch Sie weiter an dem katastrophalen Kurs von Frau Merkel fest. Und nur weil Windkraft von allen zwangssubventionierten Zufallsstromerzeugungsarten die schädlichste für Mensch und Natur ist und auf massiven Widerstand der Bevölkerung trifft, betreiben Sie mit diesem Antrag Augenwischerei. Es ist nämlich ein Herumdoktern an den Symptomen, ohne sich endlich mutig und konsequent den Ursachen zu widmen. Denn Sie alle Kartellparteien hier, wollen weiterhin den Ausbau der Windkraft gegen jeglichen technischen und physikalischen Sachverstand. Wären Sie mutig, ja, würden Sie das Repowering auf Kosten der Bevölkerung für die Altanlagenbesitzer nicht zulassen. Wären Sie mutig, würden Sie die Pachterlöse von 40, 50, ja 60.000 Euro pro Jahr pro Anlage in Frage stellen. Wären Sie mutig, würden Sie schlussendlich für die Abschaffung der Zwangssubventionen für die Bürger eintreten. Meine Damen und Herren, Sie zumindest kennen die Wahrheit, aber doch springen Sie über die ökoreligiösen Stöckchen, die Ihnen Grünen und Frau Merkel hinhalten. Der volkswirtschaftliche Schaden der Merkel'schen Energiewende ist enorm. Bis vor 2 Jahren war die Energiewende das Schlimmste, was Frau Merkel unserem Volk angetan hat. Und auch wenn Frau Merkel mittlerweile noch Schlimmeres unserem Land angetan hat, so bleibt der Schaden gigantisch. Selbst Herr Altmaier, hören Sie mal zu, Ihr Kollege, selbst Herr Altmaier hat ihn schon mit 1 Billion Euro angegeben. 1 Billion Euro. Das hat Frau Merkel zu verantworten. Haben Sie den Mut und die Größe, die Fehler der Vergangenheit einzugestehen. Ja, gestehen Sie Ihre Fehler doch ein und korrigieren Sie, anstatt dass Sie dummerweise nur an den Symptomen rumkorrigieren. Es geht hierbei nämlich um die Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie, das ist eben schon angesprochen worden, und Sie ruinieren sie. Und es geht um den Wohlstand unseres Volkes und die Zukunft unserer Kinder.